Hallo und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Beim letzten Mal haben wir unsere Challenge abgeschlossen. Jetzt spielen wir ein bisschen Albtraum in Tanglewood. Einfach nur so, mal wieder ein bisschen Ratespiel. So. Ich finde, das ist eigentlich, also ich muss sagen, der beste Modus ist eigentlich Profi. Albtraum ist ein bisschen challengiger, muss man einfach sagen. Manchmal wünsche ich mir so ein Mittelding, ehrlich gesagt. So ein bisschen wie so ein, wie erkläre ich das jetzt? Albtraum mit den mit den Hiding Spots für Profi. Dass man einfach mehr Hiding Spots hat, aber ansonsten Albtraum. Oder einfach, dass der Geist einem wie Profi aber trotzdem nur zwei Sachen gibt. Man hat aber das Board und alles andere noch. Das wäre noch ein Zwischending, würde ich sagen, was ganz cool wäre. Das nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich mit. Da ist ein Orbi-Orb. Keine Fingerabdrücke, okay. Orb könnte auch immer eine Mimik sein. Muss man auf aufpassen. Wenn wir drei Evidences kriegen, ist es eine Mimik. Da ist der Orb. Da fliegt er rum. Der Orbi-Orb. Das heißt aber, der wird in der Küche sein. Der Geist. Aber mit diesen, man kann ja eh eigene Schwierigkeitsgrade machen. Das ist, das heißt, wir... Dots! Okay. Und da ich gerade im Raum bin... Ach, Goyo würde mit Orb eh rausfallen. Raiju, Thay, Yokai, Yurai... Banshee. Okay. Wir holen uns jetzt ein, Moment mal, irgendwas gucken. Wir haben den Yokai. Den kann man natürlich mit ein bisschen triggern und so. Okay. Okay. Ich habe mich gerade gefragt, ob der Yokai irgendwas speziell hat. Es gibt so gewisse Geister, die haben einfach gewisse, Dinge immer. So hat der Moroi immer die Geisterbox, zum Beispiel. Auch auf Albtraum. Gut. Wir können natürlich trotzdem weiter Tests machen. Das heißt, wir legen noch mehr einfach rein. In der Nähe smatschen. Und was? Geister-Event. Ja, es kommt so früher oder später. Wir werden trotzdem die Geisterbox noch ausprobieren und gucken einfach, ob wir noch ein Evidence mehr kriegen. Weil wenn ja, ist auf jeden Fall eine Mimik und dann war es das. Weil wir haben jetzt unsere Beweise. Es tut es aber nicht weh, mal eben schnell noch ein, zwei Runden zu testen. Einmal. Zweimal. Bist du hier? Bist du da? Reibe ins Buch. Bist du hier? Bist du in der Nähe? Gib mir ein Zeichen. Okay. Alles klar. Alles klar. Haben wir uns eine neue Taschenlampe, einfach um noch mehr Licht zu haben. Unsere Sanity ist noch okay, dann können wir jetzt können wir auch wieder Bilder machen. Wir spielen ja jetzt richtig. Das heißt, wir haben jetzt auch wieder die Möglichkeit, nochmal Bilder zu machen, perfekte Spiel zu spielen und so weiter und so fort. Gespenst kann es nicht mehr sein, aber wir haben trotzdem notfalls leichte Bilder. Wir nehmen das mal mit rein. Um eventuell noch eine Banshee zu testen. Oh, wir haben einen Circle of Doom. Einiges vor dem Keller. Perfekt. Okay. Keine Mare. Ist eh nicht mehr da. Okay.
Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Da war Dotz. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Banshee würde auch viel häufiger auf reagieren, glaube ich. Bilde ich mir ein. Wir holen jetzt mal einen Zwatschstick, Feuerzeug. Sanity ist irgendwo im Eimer, aber ist mir egal. Nehmen wir Buffet. Okay, was haben wir denn? Geister, Banshee, okay. Yurai würde die Tür irgendwo klatschen. Na, schwer. Yokai. Raiju würde aber beim Hand und Fei auch beim Hand merken. Okay. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Hand auslösen, ne? Fällt mal rein. Ah, warte, meine Sanity ist so tief, der würde mich sofort handeln, der ist sofort tot. So. Machen wir später. Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Wer bist du denn? Thomas Sherman. Bist du hier? Thomas. Thomas Sherman, bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Bist du da? Bist du in der Nähe? Wie alt bist du? Wo bist du? Magst du Pizza? Sehr schön. Phantom kann es nicht sein. Rede mit mir. Gib mir ein Zeichen. Ey, der ist ja auch lustig hier, ne? Der feine Herr Geist hat wieder keine Lust auf den feinen Herrn Igel. Das zählt noch als Interaktion. Haha, wenn man schnell genug ist, geht's also. Wir kommen langsam in Hunting Range. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Ja, perfekt. Ja, muss die Tür sein. Perfetto. Perfetto. Sehr schön. Keine Fingerabdrücke. Nach wie vor nicht. Perfekt. Okay. Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Jetzt wird es langsam hier kritisch. Es zählt hier wieder als Interaktion. Das heißt, jetzt ist es das Kruzifix und wir haben ein perfektes Spiel, was die Bilder angeht. Saugut. In der Nähe smatschen muss ich sowieso noch. Da warten wir jetzt den Hand ab und dann werden wir sehen. Wenn es ein schneller Geist ist,
ist es auf jeden Fall der Raiju. Oder der Fake kann auch noch. Der könnte noch schnell sein. Er hat den Breaker ausgemacht. Nee, doch nicht. Das Ding hier ausgemacht. Keine Arschgeburt. Jetzt wird er aktiver. Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Bist du da? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Bist du in der Nähe? Bist du ein Yokai? Komm, zeig mir, ob du ein Yokai bist. Zack. Komm. Wir haben die Ewigkeit. Wir müssen uns beeilen. Hopp. Ich muss vorproduzieren. Komm. Der hat genervt gegen die Scheibe geschlagen. Lustig wäre, wenn die brechen könnte. Ne? So krusch. Juckt der Finger. Moment. Ja, ist ein Raiju. Man hat zwischendurch gehört, wie der immer langsamer wurde. Ist euch den, ne? Alles erledigt. Perfekt. Müsste ein Raiju sein. Die wöchentliche Herausforderung ist nämlich, du musst dreimal perfekt auf Albtraum oder Schwierige abschließen. Und ich hoffe, das war jetzt das erste Mal. Welcome back. I've prepared some job. Nice, perfekte Ermittlung. Die Bilder waren gut diesmal. Ich finde einen Platten denn doch schon. Aber wahrscheinlich müssen wir drei Knochen finden oder so. Okay, nice. Ich würde sagen, wir hängen eine Runde Profi hinterher. Eine Albtraumrunde würde jetzt wahrscheinlich zu lange dauern noch. Aber dann schiebe ich eine Profi-Runde noch nach. Also 12-Minuten-Folge ist dann, ne? Ich habe mit der 9-Minuten-Folge für die Challenge auch kein Problem gehabt. Aber das Thema ist jetzt das gleiche, ne? So. Alles klar, dann let's go. Na gut. Oh, ein Spiegel. Ein Spiegel. Ist der an? Ist an. Der Garage. Garage, bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Bist du da? Hiding Spot. Was war das? Findest du das jetzt irgendwie in Ordnung oder so? Ich weiß ja auch nicht. Licht an, Licht aus. Macht mir nichts aus. So. Dann holen wir mal die üblichen Sachen. Und eine UV-Lampe. Ein paar Fingerabdrücke haben. Ich will nicht ein zweites Foto schießen, was dann wie das perfekte Spiel kaputt macht. So, einmal, zweimal, dreimal. Schönes Wetter. Wunderschönes Wetter. Wir hatten letzte Nacht auch so ein übles Gewitter. Und dann war die Wohnung eh so warm. Dann musst du die Fenster zumachen, weil wir nur Dachfenster haben, weißt du? Und bei Dachfenstern ist man das Problem, dass es dann reinregnet. Und, es war so super uneklig. Ah ja, keine Fingerabdrücke, muss aber erstmal nichts heißen, ja? Machen wir zu hier, genau. Zack. Und dann liegst du dann da morgens um 5, kannst nicht pennen. Liegst schon seit 3-4 Stunden wach oder so. Im eigenen Saft einfach nur, das war super ekelhaft letzte Nacht. Aber am Ende des Tages habe ich es überlebt.
Bin um 5 Uhr dann irgendwann mal frustriert aufgestanden, bin in mein Zimmer gekommen, Fenster aufgemacht, bisschen Luft geschnappt. Also heißt aufgemacht, so angelehnt, dass so ein bisschen Luft reinkam. Hab mir den Regen ein bisschen angeguckt, hab ein bisschen entspannt. Und dann bin ich tatsächlich auch nochmal eingeschlafen. Aber es ist halt super nervig trotzdem. Da kann ja bestimmt jeder nachvollziehen. Okay. Können auch hier ein bisschen Licht machen, wir uns gar nicht so schwer haben. Klacki, 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 klack. Du da. Bin da. Okay, ich komme einfach nicht mehr in die Küche. Bist du ein Gespenst? Zu mir gekommen? Gespawnt? Gespenst? Möglich. Keine Sanity verloren. Pass auf, okay. Das bringe ich noch rein, das bringe ich noch rein und dann bringe ich schon mal Salz rein. Das ist kein Salz, das ist Salz. Bist du hier? Bist du hier? Bist du da? Bist du in der Nähe? Hey, was bist du den Spiegel erfahren hast? Das wird ja schon so sein. So, hier, schreibe ins Buch. Bist du hier? Oh. Alles klar, schön. Bewegungsmelder holen noch. Das Salz kleben. Ne, ist kein Gespenst. Alles klar. Banshee kann auch noch folgen. Okay, wir gucken jetzt erstmal. Haben wir hier irgendwas, was auslöst? Dort. Something like that. Something like this. Oh, ihr macht schön, dass man die Autoalarmanlage dann, damit ich den Schlaganfall kriege. Hier so ein Epileptikeranfall. Epileptikeranfall, hm? Einen epileptischen Anfall heißt es. Ein Orb. Wir haben einen Orb. Der schwirrt hier vorne rum. So. Temperatur nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Sanity ist eigentlich noch okay. Foto vom Geist, während der Jagd zmatschen und der Jagd dann kommt. Okay. Ja, richtig, die Geisterbox habe ich auch. Was kann das denn noch sein? Dots werden Yokai, EMR5 geht nicht mehr, Fingerabdruck geht auch nicht mehr. Geisterbuch wäre Mare, Gefriertemperaturen wäre unten. Okay. Das ist ja relativ überschaubar. Ich habe aber gar keine Fotos, ne? Na kaum. Dann wollen wir den mal ein bisschen ärgern gehen. Alles klar, gib mir ein Zeichen. Schreib ins Buch. Schreibe ins Buch. Gib uns Dots. Gib mir ein Zeichen. Was soll ich auch machen kann? Die Geisterbox wissen wir ja. Machen wir mal die Funzel hier an. Dann mache ich die Funzel hier an. Dann sehe ich, ob er versteckt, wo ich hin muss. So. Egal, ich habe ein Geisterfoto. Leider kein perfektes Spiel mehr. Weil ich bis zu weit links, rechts geschossen habe. Der Geist ist hier, glaube ich. Macht aber gar nichts. Gib mir ein Zeichen. Lass das.
Schreibe ins Buch. Ein Hey-Event? Oh. Hier bin ich, hallo. Hier. Der Yokai wäre eigentlich nicht sofort zurückgekommen. Schreibe ins Buch. Oh. Aber lustig, sich da zu verstecken, dass er dann vorbeigelaufen ist. Das ist auch ziemlich cool eigentlich, dass es funktioniert hat. Okay, ich glaube, der Knochen fehlt mir noch, ne? Ja. Dafür habe ich noch ein Foto übrig. Der Geist hat leider nur 2 Sterne gegeben, aber das macht ja nichts. Ich nehme jetzt Pillen, dass ich wieder voll bin. Der Rest ist geschafft, perfekt. Die brauche ich schon gar nicht mehr, 100%. Ja, und dann los. Holen wir das Knöchchen noch. Und da der Geist überhaupt nicht wollte, dass wir in die Küche gehen, fangen wir da mit unserer Suche nach dem Knochen an. Okay, gut, easy peasy, lemon squeezy, passt. Ah, der wollte nicht, dass wir seinen Stinkepups finden. Okay, sehr schön, haben alles. Oh, Alter. So gut. Aber lustigerweise ist es fast genauso lange gedauert wie mit dem Albtraum, ne? Ja, ist egal. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Die Mara einmal ihre Ability benutzt? War einmal ist die Tür zu gewesen. Ne, gar nicht. Okay. Dann war's das und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund, bis dahin und tschüss.